Wir sagen in Gelsenkirchen Glück auf. Glück auf ist der Gruß der Bergmänner. Es ist super spannend, eine Schule in Gelsenkirchen in einer Stadt zu leiten, die tatsächlich gerade einen Strukturwandel erlebt. Von einer ehemaligen Industriestandort zu einem Ort, wo tatsächlich jetzt ganz viel sich verändert. Wir haben wirklich viele Kinder oder viele Familien, die tatsächlich in einem Umfeld leben, der alles andere als gut bürgerlich ist. Wir haben als Stadt Gelsenkirchen 74 Schulen und 39.000 Schülerinnen und Schüler. Das ist auch ein Grund, warum wir die Digitalisierung forcieren wollen, weil wir mit Raumknappheit zu kämpfen haben und glauben, dass die Digitalisierung ein Stück weit kompensieren kann. Unsere Herausforderung im täglichen Leben ist tatsächlich, dass wir versuchen, alle Kinder zu erreichen und allen Kindern eine möglichst gute Bildungschance zu geben. Wir wollten ein System haben, was lange am Markt etabliert ist, was lange im schulischen Kontext gewachsen ist. Da ist sehr schnell klar geworden, dass es iPads werden sollen. Da bietet sich Jamf förmlich an. Wir haben MDM Jamf als Lösung für Gelsenkirchen, also an allen Schulen in Gelsenkirchen. Und uns gibt es unheimlich viele Optionen, mit den Kindern sicher zu unterrichten. Als es auf einmal iPads gab, hat sich auch der Unterricht tatsächlich geändert. Ich kann den Unterricht anders strukturieren und kann den Fokus ganz anders setzen und die Kinder sind nicht abgelenkt. Die Kinder nur die Apps bekommen, die sie wirklich brauchen. Die Kinder, die Schwierigkeiten haben, können sich trotzdem verwirklichen, können Geschichten erzählen, können ihre Arbeitsergebnisse präsentieren durch die Sprache. Sie können es machen, wie es ihnen gerade in den Kopf kommt und das überarbeiten. Auch die Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche können jetzt anders gefördert werden, können zeigen, was sie können, sind nicht mehr gehemmt, weil sie alles immer in schriftlicher oder mit Zeichen machen können. Das sind Apps wie Pages, Keynote, GarageBand und iMovie, wo wir einfach Dinge tatsächlich festhalten können, dokumentieren können, wo die Kinder auch miteinander kollaborativ auch arbeiten können. Und das ist wirklich super. Wir haben mal was gemacht, da mussten die Kinder Fotos machen und einige Kinder hatten vergessen, das zu speichern oder die waren auf einmal weg. Dass die Kinder dann gesagt haben, ist doch kein Problem, ich airdroppe dir mein Bild. Wo ich gedacht habe, super Idee, ne? Sowas wäre halt vorher nicht möglich gewesen. Ne? Dieser Lernfortschritt und diese Freude einfach, dass die Kinder sowas machen, super. Die Kinder lernen ja täglich mit dem iPad und die Kompetenzen im Umgang mit dem iPad wachsen jeden Tag. Jamf versteckt sich dahinter. Wir haben die Möglichkeiten, sehr gut zu kontrollieren, sehr gut Apps zu verteilen. Wir haben die Möglichkeit, genau zu gucken, ist das Gerät gerade online? Das sind Dinge, die im Alltag sehr schnell funktionieren. Das erleichtert uns natürlich den täglichen Umgang mit den Geräten. Wobei ich ganz ehrlich bin, ich bin noch kein Fachmann und es gibt noch ganz viel zu entdecken. Aber dass wir das haben, ist gut. Und die Perspektive ist, dass es immer besser wird. Wir haben, ich glaube, über 40.000 iPads gerade in Gelsenkirchen. Jedes Kind hat ein iPad, das finde ich grandios. Das iPad und auch der Partner Jamf ist für uns ein Gelingenskriterium. Jamf ist einfach der Platzhirsch. Ich finde es gut, ich möchte es nicht mehr wieder abgeben. Ja, okay. Dann gehe ich wieder zurück in meine Klasse.